Pass auf, für das nächste Spiel ist das Rezept ganz einfach. Man nehme Karos, man nehme eine Pfeife, viele blöde Fragen und eine Prise Watson. Und schon hat man einen Sherlock Holmes in die Pfanne gehauen. Also es geht um Sherlock Holmes und das ist eine wunderbare Figur für dich, Olli. Kein Holmes ohne Dr. Watson. Da würde ich sagen, dann nehmen wir Max. Und dann fehlt natürlich noch eine geheimnisvolle Lady. Tietje, ich weiß, es wirft dich nach vorne. Aber ich würde sagen, das gewisse Etwas, das bringt Miriam mit. Du wärst die geheimnisvolle Lady. Die alle spielt in der großen Hollywood-Produktion mit. Die heißt Sherlock Holmes und der tote Chinese. Und das Größte an der Produktion ist natürlich der Starregisseur. Und das bist du, Tietje. Aber es fehlt uns jetzt für diese große Produktion natürlich noch ein Ort. Wo soll das spielen? Wo spielt Sherlock Holmes und der tote Chinese, meine Damen und Herren? Wo könnte das spielen? London? Wo? Im Gästewitz. Das wird eine sehr beengte Produktion. Vielleicht noch was anderes. London? Gästewitz? Im Altenheim. Na, das finde ich schön. Das gibt ein gewisses Alter für die geheimnisvolle Lady vor. Das Altenheim. Wir spielen also jetzt im Altenheim. Spielt das ganze Sherlock Holmes, wird also, denke ich mal, ins Altenheim gerufen. Für diesen großen Film Sherlock Holmes und der tote Chinese. Aber es fehlt natürlich immer noch was. Die Leiche. Der Chinese in dem Morgenmantel, würde ich mal sagen. Wer hat hier nicht schon mal tot im Wohnzimmer liegen? Und ich würde sagen, dann gehe ich mal in den Morgenmantel. Wer könnte sonst einen toten Chinesen so schön spielen? Oscar für den besten toten Chinesen. Genau. Drapier dich hier in die Mitte. In die Mitte. Fass ihn noch mal kurz zusammen für uns. Wir waren gerade so mit Umziehen beschäftigt. Sherlock Holmes, Dr. Watson, die geheimnisvolle Lady, das Ganze spielt im Altenheim und mitten in der Boot liegt ein toter Chines. Und natürlich die Anweisung, wie wir kommt spielen müssen, die gibst du. Die gebe ich. An, aber was rede ich? Ich bin tot. Tote Chinesen reden nicht, okay? Okay, Leute. Und Action! Watchen, watchen. Zwei Sachen interessieren mich. Erstens, warum habe ich mir einen viel zu kleinen Hut gekauft? Zweitens, warum liegt mitten im Altenheim ein toter Chinese? Sehen Sie mal, ich zähle 20 Messerstiche im Rücken. Glauben Sie, das war Selbstmord? Hier ist auch noch einer. Nein, nein. Entschuldigung, gute Frau, wer sind Sie denn? Die Ziehenkelin von, das ist mein Opa. Sie aus China. Sie sehen nicht direkt aus, als wären Sie mit Hopsing verwandt, wenn ich Ihnen das ganz offen sage. Ja, Ziehenkelin, ich bin im Heim groß geworden und er hat mich adoptiert und jetzt ist er tot. Wer war das denn? Sie etwa oder was? Sie hat Blut an der Hand. Sherlock Holmes. Das ist was anderes. Vielen Dank, Schweinchenschlau. Darf ich mal Ihre linke Hand sehen? Die linke Hand, ich bin nicht blöd. Aber ich. Tatsächlich. Blut. Wo waren Sie zwischen dem 5. Mai 1978 und gestern? Okay, Leute. Stopp. Was? Leute, ich weiß, ihr wollt Schauspieler sein. Es gibt so viele schöne Berufe. Warum seid ihr hier? Könnt ihr mir das mal verraten? Dann gibt das Ding wieder her. Aber der Max hat sich echt bemüht, finde ich. Ja. Du machst hier eine Hektik, mein Gott. Pass auf, du hast mich auf eine Idee gebracht. Du rauchst da irgendwas? Ja. Pack doch mal ein bisschen Gras da rein. Ihr habt eine Hektik hier verbreitet. Ihr spielt das Ganze jetzt in einer Hippie-Kommune, okay? Okay. Also. Muss ich dann anders liegen? Du musst deine Haare wachsen lassen. Okay, wir kommen noch mal rein. Teilen wir uns nicht. Okay, Leute, und Action, aber nicht zu viel. Komm, komm, mach mal. So, Doc, jetzt pass mal auf. Folgendes. Wichtig ist, dass der Chinese in die Altchinesentonne gebracht wird. Weißt du? Den können wir. Den kannst du unmöglich mit dem Hausmüll mischen, verstehst du? Versteh. Aber guck mal, der gammelt ja schon zum Teil hier weg und den kannst du nicht in den Hausmüll stecken. Darf ich den mal Peace. Anfassen? Peace, Schwester. Na? Ey, geil, Opa's tot. Ja. Haben wir auch schon gecheckt, stell dir vor. Bist du Martin? Ja. Das sind alte Autoreifen, aber mach mal. Und das war dein Opa, oder das was? Das war Opa, ja. Wir sehen uns nicht ähnlich, aber scheißegal. Hatte der Kohle oder irgendwas, dass man da vielleicht so Projekte in Nicaragua mit unterstützen könnte? Ja, genau. Che Guevara. Nee, sowas. Nix, aber du kannst, wenn du den heute hast, ja
viele Anzüge draus machen. Das ist ja sehr viel Haut. Schneiden wir den um, meinst du? Ja, okay. Okay, Leute, danke, danke, danke. Das war einfach fantastisch. Das war brillant. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man gut schauspielert. Seid ihr wahnsinnig? Wie kann man denn sowas anbieten? Ihr seid stinklangweilig, furzbekifft oder was? Mein Gott doch. Wir brauchen... Also, Leute, wir machen das ganz anders. Wir machen ein neues Projekt, okay? Ja. Wir machen mal einen Film für Blinde. Das Ganze ist mir viel zu grell. Ich will weniger Schnitte haben. Ich will ein einziges Bild den ganzen Film durch. Wir machen das Ganze komplett ohne Licht. Ihr spielt das so, als wäre es stockduster. Okay? Wir sind nicht blind, sondern es ist einfach dunkel. Es ist einfach. Und wenn ihr einfach das Licht ausmacht, ist es zu kompliziert. Ja, das müsst ihr mir schon spielen. Gut. Und Action! Okay. Ah, guck mal, ein toter Chinese. Wo? Irgendwo hier. Gibt's hier kein Licht? Ah! Das war ganz feucht und quallig. Ich glaube, der Chinese ist noch gar nicht tot. Opa? Opa? Hier ist ein Kuhfladen oder sowas. Opa? Watson, waren Sie das? Nein, hier bin ich. Ich bin hier. Zwei Opas. Eine Frau! Eine Verdächtige, eine Verdächtige! Stellen Sie Fragen! Wo waren Sie denn gestern Abend? Geheimnisvolle Frau. Weiß ich nicht, ich konnte nichts sehen. Ich rede mit Ihnen. Okay. Aber das war gar nicht so gut. Wir probieren es jetzt noch einmal. Allerletzte Chance, okay? Wenn das nicht klappt, werden wir alle gefeuert. Also, strengt euch an. Ihr macht das Ganze jetzt ohne Pfeife im Maul als Musical. Ich mich doch am... Doch weg! Okay. Warum denn? Ist doch ganz einfach. Ich sag Hallo, Leiche. Sag Hallo, Leiche. Ich sag Hallo, Leiche. Du siehst heute wirklich super klasse aus. Ich sag Hallo, geheimnisvolle Frau. Sag Hallo, geheimnisvolle Frau. Was haben Sie denn hier verloren? Opa, er war mein Opa. Bereits als Embryo wurde ich fortgegeben. Das ist mein Leben. Wir sehen uns gleich wieder nach einer kleinen Pause.